Chun Achun. Es war nichts Auffallendes an dem äußeren Chuns. Er war, wie Chinesen im Allgemeinen, etwas untersetzt und hatte schmale Schultern. Der Durchschnittstourist, der ihn zufällig in den Straßen Honolulus gesehen hätte, würde ihn für einen gutmütigen kleinen Chinesen, vermutlich für einen Besitzer einer gutgehenden Wäscherei oder eines Schneidergeschäfts gehalten haben. Was Gutmütigkeit und Wohlfahrt betraf, so würde das Urteil richtig, wenn auch nicht ganz zutreffend gewesen sein. Denn Achun war ebenso gutmütig wie wohlhabend. Aber wie wohlhabend, davon wusste kein Mensch auch nur den zehnten Teil. Es war bekannt, dass er ungeheuer reich war, aber in seinem Fall war das Wort ungeheuer nur ein Ausdruck für das Unbekannte. Achun hatte kluge kleine Augen wie schwarze Perlen und so winzig, dass sie Bohrlöchern glichen. Aber sie standen weit auseinander und wurden von einer Stirn beschirmt, die deutlich die eines Denkers war. Denn Achun hatte seine Probleme und hatte sie sein ganzes Leben lang gehabt, nur dass er sich nie damit gequält hatte. In erster Linie war er Philosoph. Und ob er Kuli oder Multimillionär und Herrscher über viele Männer war, sein seelisches Gleichgewicht blieb doch dasselbe. Er lebte immer in einem erhabenen seelischen Gleichgewicht, das weder Glück noch Unglück erschüttern konnte. Aus allem zog er seinen Vorteil, ob es die Prügel des Aufsehers auf den Zuckerrohrfeldern waren oder ein Fallen der Zuckerpreise, als er selbst Besitzer der Felder war. Und so beherrschte er von dem Felsen seiner sicheren Zufriedenheit aus Probleme, über denen nur wenige Männer, geschweige denn ein chinesischer Bauer, zu grübeln hatten. Denn das war er eben, ein chinesischer Bauer. Dazu geboren, sein Leben lang wie ein Tier auf dem Felde zu arbeiten, aber entschlossen, dem Felde zu entkommen wie ein Prinz im Märchen. Achun konnte sich seines Vaters, eines Kleinbauern in der Gegend von Kanton, nicht erinnern. Auch seiner Mutter, die starb, als er 6 Jahre alt war, erinnerte er sich kaum. Aber er gedachte viel seines verehrten Onkels Akao, denn ihm hatte er von seinem 6. bis zu seinem 24. Jahre als Sklave gedient. Davon befreite er sich dann, indem er sich als Kuli zu 3-jähriger Arbeit auf den Zuckerplantagen von Hawaii zu 50 Cent täglich verdingte. Achun beobachtete scharf. Er hatte einen Blick für Kleinigkeiten, die nicht einer von 1000 bemerkte. 3 Jahre arbeitete er auf den Feldern, dann verstand er mehr von Zuckerrohrbau als die Aufseher und selbst der Inspektor. Und der Inspektor wäre erstaunt gewesen über die Kenntnisse, die der schmächtige kleine Kuli über den Verarbeitungsprozess in der Mühle besaß. Aber Achun studierte nicht nur den Gang der Zuckererzeugung. Er versuchte herauszubekommen, wie man Besitzer von Zuckermühlen und Plantagen wurde. Eine Feststellung machte er bald, nämlich, dass man nicht durch die Arbeit seiner eigenen Hände reich wurde. Das wusste er, denn er hatte selbst 20 Jahre lang gearbeitet. Leute, die reich wurden, wurden es durch die Arbeit anderer Hände. Der Mann war am reichsten, der die größte Zahl von Mitmenschen für sich arbeiten ließ. Als sein Kontrakt abgelaufen war, steckte Achun deshalb seinen Spargroschen in ein kleines Importgeschäft und tat sich mit einem gewissen Ayung zusammen. Diese Firma wurde schließlich die große Achun und Ayung, die Geschäfte mit allem Möglichen, von indischen Seidenstoffen und Gewürzen bis zu Guano-Inseln und Arbeiterwerbeschiffen machte. Vorläufig nahm Achun jedoch eine Stellung als Koch an. Er war ein guter Koch, und nach 3 Jahren war er der bestbezahlte Küchenchef in Honolulu. Seine Zukunft war gesichert, und er war ein Esel, dass er die Stellung aufgab, wie sein Chef Dantin ihm sagte. Aber Achun wusste, was er wollte, wurde deshalb ein dreifacher Esel genannt und erhielt ein Geschenk von $50, außer dem Lohn, den man ihm schuldig war. Die Firma Achun und Ayung hatte Glück. Achun brauchte nicht mehr als Koch zu arbeiten. Es waren gute Zeiten für Hawaii. Man pflanzte Zucker in großem Maßstabe und brauchte Arbeitskräfte. Achun nahm die Gelegenheit wahr und verlegte sich auf den Import von Arbeitskräften.
Er brachte Tausende von Kulis von Kanton nach Hawaii und sein Reichtum begann zu wachsen. Er legte sein Geld an. Seine schwarzen Perlenaugen sahen gute Geschäfte, wo andere Leute die Pleite sahen. Er kaufte für ein Butterbrot einen Fischteich, der später 500% ergab, und die Quelle wurde, die ihm das Monopol auf den Fischhandel von Honolulu sicherte. Er hielt keine Reden, um bekannt zu werden, gab sich weder mit Politik noch mit revolutionären Spielereien ab. Aber er sah den Gang der Ereignisse deutlicher und länger voraus als die Männer, die sie ins Werk setzten. Mit den Augen seiner Seele sah er Honolulu als eine moderne, elektrisch erleuchtete Stadt. Zu einer Zeit, da sie sich unordentlich und halb im Sande vergraben über eine öde Sandbank und auftauchende Korallenriffe erstreckte. Also kaufte er Grundstücke. Er kaufte Grundstücke von Kaufleuten, die Bargeld brauchten, von armen Eingeborenen, von den verkommenen Söhnen von Händlern, von Witwen und Waisen und von den Aussätzigen, die nach Molokai deportiert wurden. Mit den Jahren zeigte es sich, dass man die Grundstücke, die er gekauft hatte, für Speicher, Warenhäuser oder Hotels brauchte. Er vermietete und verpachtete, verkaufte und kaufte und verkaufte wieder. Aber es gab noch anderes. Er schenkte Parkinson, dem Renegaten und Schiffer, auf den niemand sich verlassen wollte, sein Vertrauen und gab ihm Geld. Und Parkinson unternahm mit der kleinen Vega geheimnisvolle Reisen. Achun sorgte für Parkinson, bis er starb. Und viele Jahre später erlebte Honolulu eine Überraschung, als durchsickerte, dass die Guano-Inseln Drake und Acorn für 750.000 an die englische Phosphatgesellschaft verkauft worden waren. Es kamen die fetten, einträglichen Tage unter König Kalakaua, als Achun $300.000 für die Opiumkonzession bezahlte. Wenn er aber eine 750.000 für das Monopol auf das Gift bezahlte, war es doch eine gute Geldanlage. Denn für den Gewinn kaufte er die Kalalau-Plantage, die ihm wieder 17 Jahre lang 30% brachte und die er schließlich für 1,5 Millionen verkaufte. Es war unter Kamehameha IV., dass er seine Staatsbürgerschaft wechselte und die von Hawaii annahm, um Stella Allendale heiraten zu können, die selbst Untertanin des braunhäutigen Königs war, obwohl mehr angelsächsisches als polynesisches Blut in ihren Adern floss. In ihr war die verschiedenartige Abstammung tatsächlich so verdünnt, dass man mit Achteln und Sechzehnteln rechnen musste. Zu einem Sechzehntel hatte sie das Blut ihrer Urgroßmutter Pahao, der Prinzessin Pahao, denn sie gehörte der Königsfamilie an. Der Urgroßvater Stella Allendales war ein gewisser Kapitän Blunt gewesen, ein englischer Abenteurer, der in den Dienst Kamehamehas getreten und selbst Tabu-Häuptling geworden war. Ihr Großvater war ein Walfängerkapitän aus New Bedford gewesen, während sie durch ihren eigenen Vater eine entfernte Mischung von italienischem und portugiesischem Blut besaß, die seiner eigenen englischen Rasse eingeimpft worden war. Juristisch war Achuns Ehegattin Hawaiianerin. In Wirklichkeit aber gehörte sie jeder anderen der drei genannten Nationen mehr an. Und in diese Mischung von Rassen brachte Achun die mongolische. So wurden denn die Kinder, die er mit Frau Achun zeugte, zu einem 32. Polynesier, zu einem 16. Italiener, zu einem 16. Portugiesen, zur Hälfte Chinesen und zu 11/32 Engländer und Amerikaner. Es kann schon sein, dass Achun nicht geheiratet haben würde, hätte er die seltsame Familie voraussehen können, die das wunderbare Ergebnis dieser Verbindung wurde. Sie war in mancher Beziehung wunderbar. Erstens durch ihre Größe. Er hatte 15 Söhne und Töchter, größtenteils Töchter. Die Söhne kamen, 3 an der Zahl, zuerst, und dann folgte in unabänderlicher Reihenfolge ein ganzes Dutzend Mädchen. Die Rassenmischung war ausgezeichnet. Sie erwies sich nicht nur als fruchtbar, die Nachkommenschaft war auch ausnahmslos gesund und tadellos. Aber das Verblüffendste an der Familie war ihre Schönheit. Alle Mädchen waren schön,
zart, ätherisch schön. Die runden Linien von Mama Atschun schienen die mageren Kanten Papa Atschuns abzuschleifen. Die Töchter wurden schlank, ohne Hager, rund, ohne fett zu sein. Jeder Zug eines jeden Gesichts erinnerte immer noch an Asien, aber alle diese Züge waren umgearbeitet und verdeckt von Altengland, Amerika und Südeuropa. Keiner, der sie sah, hätte ohne näheres Wissen erraten können, wie viel chinesisches Blut in ihren Adern floss. Aber andererseits konnte niemand, der sie sah und Bescheid wusste, die chinesischen Merkmale übersehen. Als Schönheiten waren die Mädchen Atschuns etwas Neues. Man hatte nie ihresgleichen gesehen. Sie glichen niemand so sehr, wie sie einander glichen. Und doch hatte jede von ihnen ihre besondere Persönlichkeit. Man konnte sie nicht miteinander verwechseln. Trotzdem erinnerte einen die blauäugige und blonde Maud gleich an Henrietta, eine olivenfarbige Brünette mit großen, schmachtenden, dunklen Augen und blauschwarzem Haar. Diese Ähnlichkeit aller untereinander, die jeden Unterschied ausglich, war der Beitrag Atschuns. Er hatte den Grund gelegt, auf dem die gemischten Muster der Rasse sich gezeichnet hatten. Von ihm stammte der fein gebaute chinesische Rahmen, innerhalb dessen die Feinheit und Eleganz des angelsächsischen, romanischen und polynesischen Fleisches sich aufgebaut hatten. Frau Atschun hatte ihre eigenen Ideen, auf die Atschun sein Vertrauen setzte, die er jedoch nie zum Ausdruck kommen ließ, sobald sie in Widerspruch zu seiner eigenen philosophischen Ruhe gerieten. Sie war ihr ganzes Leben lang gewohnt gewesen, europäisch zu leben. Schön. Atschun schenkte ihr ein europäisches Haus. Später, als seine Söhne und Töchter groß genug waren, um ihre Meinung zu äußern, erbaute er eine Villa, ein geräumiges, weitläufiges Gebäude, ebenso bescheiden wie prachtvoll. Nach einiger Zeit erhob sich auch ein Haus auf dem Tantalusberge, wo die Familie hinziehen konnte, wenn der kranke Wind von Süden wehte. Und bei Waikiki baute er sich eine Wohnung am Strande, auf einem großen Grundstück, das so gut gewählt war, dass er eine riesige Summe daran verdiente, als die Regierung der Vereinigten Staaten es später zu Festungsanlagen enteignete. In allen Häusern gab es Billards und Fremdenzimmer in großer Zahl, denn die wunderbare Nachkommenschaft Atschuns legte Wert auf Geselligkeit. Die Möbel waren außerordentlich in all ihrer Einfachheit. Unsummen wurden ausgegeben, ohne dass es zur Schau gestellt wurde, dank dem gut entwickelten Geschmack der Nachkommenschaft. Atschun hatte bei ihrer Erziehung nicht gespart. »Die Ausgaben spielen keine Rolle«, hatte er in alten Tagen zu Parkinson gesagt, als der gleichgültige Seemann keinen Grund finden konnte, die Vega seetüchtig zu machen. »Führen Sie nur den Schoner. Ich werde die Rechnungen schon bezahlen.« Ebenso hatte er es mit seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Es war ihre Sache, sich eine gute Bildung anzueignen. Die Ausgaben spielten keine Rolle. Harold, der Älteste, hatte Harvard und Oxford besucht. Albert und Charles hatten in Yale studiert. Und die Töchter, von der Ältesten bis zur Jüngsten, waren in Mills Seminar in Kalifornien vorbereitet worden und dann nach Vassar, Wellesley oder Bryn Mawr gekommen. Mehrere hatten auf ihren eigenen Wunsch ihre letzte Ausbildung in Europa genossen. Aus der ganzen Welt kehrten die Söhne und Töchter Atschuns zu ihm zurück mit Vorschlägen und Ratschlägen für die stilgerechte und prachtvolle Ausstattung seiner Wohnungen. Atschun selbst zog den wollüstigen Glanz orientalischer Pracht vor. Aber er war Philosoph und sah ein, dass die Geschmacksrichtung seiner Kinder nach abendländischem Maßstab nicht schlecht war. Natürlich behielten seine Kinder nicht den Namen Atschun. Wie er sich selbst vom Kuli und Arbeiter zum Millionär entwickelt hatte, so hatte sich auch sein Name entwickelt. Mama Atschun hatte ihn Atschun buchstabiert. Aber ihre kluge Nachkommenschaft hatte den Apostroph gestrichen und buchstabierte ihn Aiken. Atschun widersprach nicht. Wie sein Name buchstabiert wurde, das störte in keiner Beziehung seine Bequemlichkeit
oder seine philosophische Ruhe. Außerdem war er nicht stolz. Als seine Kinder sich aber bis zu einem gestärkten Hemd, einem gestärkten Kragen und einem Gehrock für ihn verstiegen, störten sie ihn in seiner Bequemlichkeit und Ruhe. Davon wollte Atschun nichts wissen. Er zog die losen, flatternden Kittel Chinas vor, und sie konnten ihn weder durch Zureden noch durch Schikanieren zu einer Veränderung in dieser Beziehung bringen. Sie versuchten beides. Aber namentlich im Schikanieren hatten sie Pech. Nicht umsonst waren sie in Amerika gewesen. Sie hatten gelernt, welche Wirkung ein Boykott von Seiten organisierter Arbeiter tun konnte, und sie boykottierten ihn, ihren Vater, Chun Atschun, in seinem eigenen Haus, mit Hilfe und Unterstützung von Mama Atschun. Atschun selbst kannte zwar die Bildung des Westens nicht, war aber in den Arbeitsverhältnissen des Westens gründlich zu Hause. Er war selbst ein großer Arbeitgeber und konnte es mit ihrer Taktik aufnehmen. Er erklärte sofort die Aussperrung gegen seine aufrührerische Nachkommenschaft und seine irregeleitete Ehegenossin. Er verabschiedete seine zahlreiche Dienerschaft, verschloss die Stelle, verschloss seine Häuser und zog in das königlich-hawaiische Hotel, dessen größter Aktionär er zufällig war. Die Familie irrte verzweifelt zu Besuch bei Freunden umher, während Atschun ruhig seine vielen Geschäfte verwaltete, seine lange Pfeife mit dem kleinen silbernen Kopf rauchte und über dem Problem seiner wundervollen Nachkommenschaft grübelte. Dieses Problem störte seine Ruhe indessen nicht. Er wusste im Voraus in seiner philosophischen Seele, dass er es, wenn es reif war, lösen würde. Unterdessen erteilte er seiner Familie die Lektion, dass er, so gut sich auch mit ihm auskommen ließ, doch die absolute Diktatur über ihr Schicksal ausübte. Die Familie hielt es eine Woche aus, kehrte dann aber zugleich mit Atschun und der vielen Dienerschaft zurück, um das Sommerhaus nicht wieder zu verlassen. In Zukunft fiel kein Wort mehr, wenn es Atschun einfiel, seinen prachtvollen Salon in blauseidenem Gewand mit wattierten Pantoffeln und schwarzer Seidenmütze mit rotem Knopf zu betreten, oder wenn er die dünnröhrige Pfeife mit dem silbernen Kopf unter den Zigaretten- und Zigarrenrauchenden Offizieren und Zivilisten auf einer der breiten Veranden oder im Rauchzimmer schmauchte. Atschun nahm eine ganz besondere Stellung in Honolulu ein. Obwohl er sich nicht im gesellschaftlichen Leben zeigte, hatte er doch überall Zutritt. Die einzigen aber, die er besuchte, waren die chinesischen Kaufleute der Stadt. Er hielt jedoch ein offenes Haus und war immer der Mittelpunkt in seinem Heim und an seinem Tisch. Obgleich als chinesischer Bauer geboren, herrschte er doch in einer Atmosphäre von Bildung und Verfeinerung, die keiner auf allen Inseln übertraf. Es gab keinen, der zu stolz war, seine Schwelle zu überschreiten und seine Gastfreundschaft anzunehmen. Vor allem war der Ton in der Villa Aiken einwandfrei. Zudem war Atschun eine Macht, und endlich war Atschun in moralischer Beziehung mustergültig und ein ehrlicher Geschäftsmann. Man brauchte nichts Schriftliches von ihm, um ihn zu binden. Er brach nie sein Wort. Und es gab kaum einen unter den bekannteren Leuten auf Hawaii, der nicht bei irgendeiner Gelegenheit von Atschun finanziell unterstützt worden war. So kam es, dass Honolulu die wunderbare Familie Atschuns zu einem verwirrenden Problem heranwachsen sah und dass er den Leuten heimlich leid tat, denn sie vermochten sich nicht vorzustellen, was er mit dieser Familie machen wollte. Atschun selbst aber sah das Problem deutlicher als alle anderen. Keiner wusste so gut wie er selber, in wie hohem Maße er seiner eigenen Familie fremd war. Seine eigene Familie ahnte es nicht. Er sah ein, dass es keinen Platz für ihn unter der wunderbaren Frucht seiner Lenden gab, und er blickte vorwärts auf sein Alter und wusste, dass er ihr immer fremder werden würde. Er verstand seine Kinder nicht. Ihre Gespräche handelten von Dingen, die ihn nicht interessierten und von denen er nichts wusste. Die Kultur des Westens war an ihm vorübergegangen. Er war durch und durch Asiate, was wiederum bedeutete, dass er Heide war. Ihr Christentum war für ihn der reine Unsinn.
Aber alles das würde er als etwas Fernes und Gleichgültiges übersehen haben, hätte er nur die jungen Leute selbst verstanden. Sagte Mort ihm zum Beispiel, dass der Haushalt monatlich 30.000 kostete, so verstand er das. Und er verstand es auch, wenn Albert ihn um 5.000 bat, um die Schoner-Yacht Muriel zu kaufen und Mitglied des Hawaii-Yachtclubs zu werden. Aber ihre weiteren, verwickelteren Wünsche und Gedankengänge verwirrten ihn. Er entdeckte bald, dass das Denken jedes Sohnes und jeder Tochter ein geheimes Labyrinth war, in dem sich zurechtzufinden er nie hoffen durfte. Stets rannte er mit der Stirn gegen die Mauer an, die Osten von Westen scheidet. Ihre Seelen waren ihm unzugänglich, und daher wusste er auch, dass seine Seele ihnen unzugänglich war. Außerdem ertappte er sich dabei, wie er mit den Jahren immer mehr in seine eigene Rasse zurückglitt. Die üblen Düfte des chinesischen Viertels waren würziger Wohlgeruch für ihn. Er sog sie mit Behagen ein, wenn er durch die Straße ging. Denn in Gedanken führten sie ihn in die engen, winkeligen, von Leben und Bewegung wimmelnden Gassen Kantons zurück. Eine halbe Stunde Rauch und Unterhaltung mit ein paar alten chinesischen Kameraden machte ihm viel mehr Freude als der Vorsitz bei den verschwenderischen eleganten Dinners, für die seine Villa berühmt war und bei denen die Blüte der europäischen und amerikanischen Gesellschaft, Herren und Damen nebeneinander an den langen Tischen saßen. Die Damen mit ihren Juwelen, die in dem gedämpften Licht auf den weißen Hälsen und Armen funkelten, die Herren im Frack und alle schwatzend und lachend über Themen und Witze, die ihm zwar nicht direkt unverständlich waren, ihn aber weder interessierten noch unterhielten. Aber nicht nur sein immer steigender Drang, sich abzusondern und zu seinen chinesischen Fleischtöpfen zurückzukehren, bildete das Problem. Da war auch sein Reichtum. Er hatte vorwärts geschaut auf ein ruhiges Alter. Er hatte schwer gearbeitet. Sein Los hätte Friede und Ruhe sein sollen. Aber er wusste, dass bei seinem riesigen Vermögen Friede und Ruhe unmöglich waren. »Unsere Töchter sind schön«, sagte er eines Abends zu seiner Frau. »Es gibt viele junge Männer. Das Haus ist immer voll von jungen Männern. Meine Zigarrenrechnungen sind sehr hoch. Warum gibt es keine Hochzeit?« Mama Aiken zuckte die Achseln und schwieg. »Frauen sind Frauen und Männer sind Männer. Es ist merkwürdig, dass es keine Hochzeit gibt. Vielleicht gefallen unsere Töchter den jungen Männern nicht.« »Doch, sie gefallen ihnen schon gut genug«, antwortete Mama Chun. »Aber sie können nicht vergessen, dass du der Vater deiner Töchter bist.« »Aber du vergaß es doch, wer mein Vater war«, sagte Achun ernst. »Alles, was du verlangtest, war, dass ich mir meinen Zopf abschnitt.« »Die jungen Männer nehmen es vermutlich genauer als ich.« »Was ist das Größte auf der Welt?« fragte Achun plötzlich, als wollte er von etwas anderem reden. Mama Aiken bedachte sich einen Augenblick. Dann antwortete sie, »Gott?« Er nickte. »Es gibt verschiedene Götter. Einige aus Papier, einige aus Holz, einige aus Bronze. Im Kontor habe ich einen kleinen, den ich als Briefbeschwerer benutze. Im Museum sind eine Menge Götter aus Korallenblöcken und Lava.« »Aber es gibt nur einen Gott«, erklärte sie bestimmt und reckte ihren vollen Körper, als wollte sie den Kampf mit ihm aufnehmen. Achun sah das Gefahrensignal und wich aus. »Aber was ist größer als Gott?« fragte er. »Das will ich dir sagen. Geld. In meiner Zeit habe ich Geschäfte mit Juden und Christen, Mohammedanern und Buddhisten und mit kleinen schwarzen Männern von den Salomoninseln und Neuguinea gemacht, die ihren Gott
in Ölpapier eingepackt bei sich trugen. Sie hatten verschiedene Götter, diese Männer, aber alle beteten sie das Geld an. Da ist zum Beispiel Kapitän Higginson. Henrietta scheint ihm zu gefallen. Er wird sie nie heiraten, antwortete Mama Aiken. Er wird Admiral, ehe er stirbt. Konteradmiral, warf Atschun ein. Jawohl, das weiß ich. Das werden sie, wenn sie ihren Abschied nehmen. Seine Familie ist in den Vereinigten Staaten hoch angesehen. Sie würde sich nicht freuen, wenn er ein nicht-amerikanisches Mädchen heiratete. Atschun klopfte seine Pfeife aus und stopfte nachdenklich einen kleinen Klumpen Tabak in den Silberkopf. Er steckte sie an und rauchte sie aus, ehe er weitersprach. Henrietta ist das älteste der Mädchen. An dem Tage, an dem sie sich verheiratet, gebe ich ihr $300.000. Das wird diesem Kapitän Higginson und seiner vornehmen Familie den Mund stopfen. Lass ihm gegenüber ein Wort davon fallen. Das überlasse ich dir. Und Atschun rauchte weiter. Und in den wogenden Rauchwolken sah er, wie das Gesicht und die Gestalt Toishuis sich bildete. Toishuis, des Mädchens im Hause seines Onkels im Dorfe bei Kanton, deren Arbeit nie fertig wurde und die für ein ganzes Jahr einen Dollar erhielt. Und er sah sein jugendliches Ich in dem wogenden Rauch aufsteigen, sein jugendliches Ich, das 18 Jahre lang auf dem Felde seines Onkels für nicht viel mehr gearbeitet hatte. Jetzt gab er, Atschun, der Bauer, seiner Tochter eine Mitgift von 300.000 Jahren solcher Arbeit. Und sie war nur eine von einem Dutzend Töchter. Er fühlte sich nicht erhoben bei dem Gedanken. Er sah plötzlich, dass es eine komische, launische Welt war, und er kicherte laut und weckte Mama Aiken aus einer Träumerei, die sie, wie er wusste, tief in die geheimen Kammern ihres Wesens führte, wohin er nie gedrungen war. Aber das Wort Atschuns ging weiter in einem Flüstern. Kapitän Higginson vergaß seine Würde als Konteradmiral und seine feine Familie und heiratete die dreimal $100.000 und ein verfeinertes, gebildetes Mädchen, das zu einem 32. Polynesierin, zu einem 16. Italienerin, zu einem 16. Portugiesin, zu 11/32 Engländerin und Amerikanerin und zur Hälfte Chinesin war. Atschuns Freigiebigkeit tat ihre Wirkung. Seine Töchter wurden plötzlich erstrebenswerte Partien. Clara war die nächste. Als aber der Staatssekretär des Territoriums formell um ihre Hand anhielt, ließ Atschun ihn wissen, dass er warten müsse, bis er an die Reihe käme, denn Maud sei die Ältere und solle zuerst heiraten. Das war kluge Politik. Die ganze Familie hatte ein lebhaftes Interesse daran, Maud an den Mann zu bringen. Und das glückte denn auch im Laufe von 3 Monaten mit Ned Humphreys, dem Einwanderungskommissar der Vereinigten Staaten. Er wie Maud beklagten sich, denn ihre Mitgift betrug nur 200.000. Atschun erklärte indessen, dass er anfangs so freigebig gewesen war, um das Eis zu brechen, und dass seine Töchter jetzt nur erwarten konnten, billiger wegzugehen. Auf Maud folgte Clara, und dann gab es 2 Jahre lang eine ununterbrochene Reihe von Hochzeiten in der Villa. Unterdessen hatte Atschun nicht müßig zugesehen. Eine nach der anderen seiner Geldanlagen wurde gekündigt. Er verkaufte seine Anteile an einer Reihe von Unternehmungen und Schritt für Schritt, so dass es keinen plötzlichen Preisfall verursachte, trennte er sich von seinem großen Grundbesitz. Der Grund zu dieser Eile waren die Wolken, die er schon am Horizont aufsteigen sah. Als Lucille verheiratet worden war, klang schon der erste Widerhall von Streit und Eifersucht in seinen Ohren. Die Luft war voll von Plänen und Gegenplänen, um seine Gunst zu gewinnen,
und ihn gegen den einen oder anderen seiner Schwiegersöhne oder gegen sie alle bis auf einen einzunehmen. Und das alles trug nicht dazu bei, ihm den Frieden und die Ruhe zu sichern, die er sich für sein Alter gewünscht hatte. Er beeilte sich. Seit langer Zeit stand er in Briefwechsel mit den größten Banken in Shanghai und Macau. Seit mehreren Jahren hatte jeder abgehende Dampfer Anweisungen eines gewissen Chun Achun auf Depositen in diesen orientalischen Banken mitgenommen. Jetzt wurden die Anweisungen größer. Seine beiden jüngsten Töchter waren noch nicht verheiratet. Er wartete nicht, sondern gab jeder eine Mitgift von 100.000, die in der Hawaii-Bank angelegt wurden, Zinsen brachten und auf ihren Hochzeitstag warteten. Albert übernahm die Firma Achun und Ayung, nachdem Harold, der Älteste, es vorgezogen hatte, sich mit einer Viertelmillion in England niederzulassen. Charles, der Jüngste, bekam 100.000, einen gesetzlichen Vormund und einen Kursus in einem Keeley-Institut. Mama Aiken bekam die Villa, das Haus auf dem Tantalusberge und eine neue Wohnung an der See, statt derer, die Achun an die Regierung verkauft hatte. Außerdem bekam Mama Aiken eine 500.000 in gut angelegten Werten. Achun war jetzt bereit, die Nuss des Problems zu knacken. Eines schönen Morgens, als die Familie beim Frühstück saß, er hatte dafür gesorgt, dass alle seine Schwiegersöhne und ihre Frauen zugegen waren, teilte er ihnen mit, dass er im Begriff stände, in sein Vaterland zurückzukehren. In einer hübschen kleinen Predigt erklärte er ihnen, dass er reichlich für seine Familie gesorgt hätte und entwickelte verschiedene Lehrsätze, die, wie er sagte, sie sicher instand setzen würden, in Frieden und Eintracht miteinander zu leben. Er gab seinen Schwiegersöhnen auch geschäftliche Ratschläge, predigte, wie vortrefflich es sei, mäßig zu leben und sein Geld sicher anzulegen, und bereicherte sie aus seiner umfassenden Kenntnis der industriellen und merkantilen Verhältnisse Hawaiis. Dann verlangte er seinen Wagen, fuhr in Begleitung der weinenden Mama Aiken zum Postdampfer und ließ die Villa in voller Panik zurück. Kapitän Higginson trat eifrig dafür ein, ihn unter Kuratel zu stellen. Die Töchter vergossen reichliche Tränen. Einer ihrer Männer, ein früherer Richter, bezweifelte Achuns Verstand und eilte zu den maßgebenden Behörden, um ihn untersuchen zu lassen. Er kam indessen zurück mit der Nachricht, dass Achun tags zuvor bei der Gesundheitskommission erschienen, eine Untersuchung seines Geisteszustands verlangt und die Prüfung mit Glanz bestanden habe. Es war nichts zu machen. Deshalb gingen sie hin und verabschiedeten sich von dem kleinen alten Mann, der ihnen vom Promenadendeck aus winkte, während der große Dampfer durch das Korallenriff hindurch auf das offene Meer hinaussteuerte. Aber der kleine Mann fuhr nicht nach Kanton. Er reiste nach Macau. Als er dort an Land ging und sich in das Büro des größten europäischen Hotels begab, um seinen Namen in das Fremdenbuch einzuschreiben, klappte der Portier ihm das Buch vor der Nase zu. Chinesen wurden nicht aufgenommen. Achun ließ den Direktor rufen und wurde mit Hohn behandelt. Er entfernte sich, kam aber 2 Stunden später wieder. Er ließ den Portier und den Direktor rufen und gab ihnen ein Monatsgehalt und ihre Entlassung. Er hatte das Hotel gekauft und ließ sich in der schönsten Zimmerflucht für die vielen Monate nieder, während sein prachtvolles Palais am Rande der Stadt gebaut wurde. In der Zwischenzeit erhöhte er mit der unvermeidlichen Tüchtigkeit, die ihm eigen war, den Nettogewinn seines großen Hotels von 3% auf 30%. Die Unannehmlichkeiten, vor denen Achun geflüchtet war, begannen bald. Einige der Schwiegersöhne legten ihr Geld unvorsichtig an, andere brachten die Mitgift durch. Als Achun sich zurückgezogen hatte, richteten sie ihre Blicke auf Mama Achun und ihre 500.000. Unterdessen wurden die gegenseitigen Gefühle nicht gerade liebevoller, und Rechtsanwälte wurden dick und fett, während sie den Wortlaut der Depositenscheine untersuchten. Klagen und Wiederklagen erfüllten die Gerichte von Hawaii.
Auch die Strafkammer ging nicht leer aus. Es gab zornige Zusammenstöße, bei denen harte Worte und noch härtere Schläge fielen. Es geschah, dass Blumentöpfe geworfen wurden, um beschwingten Worten Nachdruck zu verleihen. Außerdem entstanden Beleidigungsprozesse, die sich durch die Gerichte hinschleppten und ganz Honolulu in Aufregung und Spannung versetzten, was die Zeugen offenbaren würden. In seinem Palast raucht Atschun, von allen köstlichen Herrlichkeiten des Orients umgeben, ruhig seine Pfeife, während er auf den Lärm jenseits des Meeres lauscht. Mit jedem Postdampfer geht ein Brief in fehlerfreiem Englisch, auf einer amerikanischen Schreibmaschine getippt, von Macau nach Honolulu. Und darin gibt Atschun in bewundernswerten Worten und Vorschriften seiner Familie den Rat, in Eintracht und Harmonie miteinander zu leben. Was ihn selbst betrifft, so hat er nichts mehr mit alledem zu tun. Er hat Frieden und Ruhe erlangt. Hin und wieder kichert er und reibt sich die Hände, und seine schiefen Äuglein blinzeln heiter bei dem Gedanken an diese komische Welt. Denn von seinem ganzen Leben und von seiner Philosophie ist ihm das eine geblieben: die Überzeugung, dass dies eine sehr komische Welt sei.